Ja, servus, liebe Kinderautoren. Schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Oh, wir wachsen ja schon richtige Hasenohren. Es ist Ostern. Und ihr wollt Ostereier färben, ohne dass die ganze Küche tagelang danach immer noch stinkt nach dieser Eierfarbe. Nun, die Natur liefert uns genügend Farbe, ganz ohne Chemie. Und da habe ich ein bisschen was zusammengetragen. Manche Sachen könnt ihr selber organisieren, manche geht es in die Apotheke und kauft es. Zum Beispiel das Cochenille. Das ist von der Cochionella pulvis, Kaktusschildlaus. Also das müsst ihr jetzt nicht machen, dass ihr die Kakteen geht, sondern die Schildläuse runterpulst. Und ich gehe mal davon aus, es wird ein Rot werden. Dann, was ihr selber ganz toll machen könnt, sieht aus wie verboten, ist es aber nicht. Es ist nichts anderes als Walnussschalen. Also Walnüsse, gehen zu den Schalen und dann einfach klein herreiben in einen Stössel, in einen Mörser. Und dann habt ihr das. Dann, was ihr aus der Küche sicher auch kennt, Kurkuma-Wurzel. Auch hier ganz grob, die werden auch entnehmen, das gibt ihr so einen Gelbton. Ja, und das, also wenn ihr es selber nicht machen könnt, dann ist euch einmal zu helfen. Das Ganze sind nämlich getrocknete Brennnesselblätter, auch ein uraltes Färbemittel fürs gewesen für Ostereier. Ja, und was habe ich hier? Schaut mal genau hin und ihr kennt das Ganze. Riecht sogar noch sehr fein. Das sind Stockrosenblätter. Und die werden wir auch verwenden zum Färben der Ostereier. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 natürliche Farben. Und wir zeigen euch auch noch die Möglichkeit, wie ihr mit einer alten Stamenstrumpfhose Muster auf die Ostereier bringt. Ich würde mal sagen, wir legen los. Aber Moment, wichtig ist immer noch, wenn ihr Eier kauft, bitte bei dem Bauern, bei dem Landwirt eures Vertrauens. Und da gibt es ja drei Zahlen für die Eier, 0, 1 und 2. 0 heißt, das ist ökologische Haltung, das die Hühner haben. 1 heißt, dass Freilandhaltung ist. Und 2 ist Bodenhaltung, das weniger tolle für die Tiere. Also bitte in dem Fall auf 0 setzen und ihr tut den Hühnern was Gutes. Natürlich auch den Landwirten, weil die ihre Hühner ökologisch halten, verdienen mehr an den Eiern. So soll es auch sein. Ja, so viel dazu. Und jetzt würde ich mal sagen, legen wir los mit dem Eierfärben. Kommt's mit in die Küche. Die Stockrosen tut wie innerhalb 10 Minuten in 1 Liter Wasser kochen. Dann die gekochten Eier im Sud bis zur gewünschten Farbstärke ziehen lassen. Die Cochenille Läuse das Cochenille Pulver in 1 Liter das Cochenpilo in 1 Liter Wasser kochen, dann absieben und die gekochten und Eier in den Sud kochen in den Sud. Ich kann es nicht mehr. Scheiße. Zum Glück wasserdicht, hoffe ich. Das Cochenille Pulver in 1 Liter Wasser kochen. Dann absieben und Eier im Sud weiterhin kochen lassen. Bis die gewünschte Farbe da ist. So sehen die fertigen Stockroseneier aus. Ja, und hier seht ihr zum Beispiel aus den Kakteen-Schildläusen, was die für eine tolle Farbe geben, gell? Unglaublich, das tiefe Rot. Wirklich sehr, sehr schön. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, wir haben jetzt ein Ei genommen, da ein Blatt draufgelegt und das dann in eine Frauenstrumpfhose eingewickelt. Aber man braucht dann nur ein Stück dazu und dann knotet man es zu und legt es in die Farbe, die man möchte. So, wir legen jetzt das Ei, da worum die Frauenstrumpfhose ist, in den Kaktusläuse-Sud. Kurkuma-Wurzel
tun wir das Gleiche wie bei den Kaktusläusen. Wir tun das Pulver in 1 Liter Wasser und kochen es. Dann sieben wir es ab und geben die Eier in den Sud und kochen das. Seht euch mal diese Farbe an, meine Lieben. Wunderschön. Die wurden jetzt mit den Kakteenblattläusen gefärbt, die Eier. Wir schneiden jetzt die Damenstrumpfhose weg und entfernen langsam, ihr seht es selber, die Blätter. Und schon sieht man wunderbar, ups, die Hand von unserer Obereierköchin. Und schon sieht man langsam das Blatt. So, wir sieben jetzt den Brennnesselsud ab. Ja, liebe Kinder, Dora, ihr seht selbst, unsere Eierköchin war unglaublich fleißig. Also, sehr, sehr toll ist zum Beispiel hier die Stockrose. Das ist ein zartes Grün, kann man nicht anders sagen, ist unterschiedlich ausfällt. Richtig schöne Farbe. Dann sehr beeindruckend, muss man sagen, von der Kaktus-Schildblattlaus oder so ähnlich. Ja. Dann hier haben wir die Kurkuma und die Walnussfraktion. Also wir haben wirklich tolle, auch hier Kurkuma, ganz feine, seht ihr mit dem Tesafilm drüber, ganz tolle Ergebnisse. Oder jetzt hier mit den Blättern, wie man es traditionell gemacht hat, früher auf die Bauernhöfe, die schaut alles richtig gut aus. Und ihr seht, man braucht nicht immer unbedingt die absoluten Chemiebomben. Jetzt hier zum Beispiel haben wir auch unsere Brennnessel, die auch richtig zartes Grün gibt. Also man braucht nicht immer die absoluten Chemiebomben, um so schöne Farben zu erzielen. Das sind richtig schöne, natürliche Farbtöne, die es in sich haben. Ja, probiert es aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Eierfärben mit den Kindern. Frohe Ostern, macht's es gut, Pfiat'n, Servus. Hallo.